Ausrüstung. Also du hast eine Wet. Was hast du für eine Wet? Ich habe eine Red Scarlet W, Scarlet W, wie man es sehen mag, mit Dragon Sensor, kam vor 2 Jahren raus, habe ein Jahr drauf gewartet, wie fast jeder. Davor hatte ich eine Blackmagic Production Kamera 4K, das war dieser Kasten, der silberne, vielleicht erinnern sich noch ein paar. Ja, ja, so ein riesen Monitor hat der, glaube ich, hinten dran gehabt, ne? War das? Ja, 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 riesen, ja, also war, die der Monitor war sehr groß in der Kamera, weil ich glaube, der Monitor war 5 oder 6 Zoll oder so, ja. 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 Und die war nicht so, da konntest du, glaube ich, eine SD-Karte reinschieben, war das der? Ja, mit SSD-Karte, genau, und du konntest auch RAW und ProRes aufnehmen und das war schon krass, finde ich, also du hast für unter 4.000 Euro eine 4K-Kamera mit RAW bekommen, ist schon, der Akku hat halt nicht lang gehalten, du musstest viel dran riggen, am Ende wird es schwer groß, die Dynamik war okay, also keine 12 Blendenstufen, wie behauptet, eher ja, so 10,5 bis 11, aber gut auf jeden Fall. Mhm. Codecs waren gut, internes Mikrofon effektiv nicht vorhanden oder Mikrofonanschlüsse und Native ISO war halt 400 und 800 konntest du nicht verwenden und das ist ja, das war, hat einen in vielen Situationen eingeschränkt, das war ein gutes Tool, das hat mich die ersten 1-2 Jahre begleitet, dafür war es in Ordnung, aber irgendwann, ja. Ja, und die wurde ja auch super heiß, habe ich gehört, ne, also da hat man sich mega... Das wird Duet auch, Okay. Also das ist, da vertraue ich den Herstellern, dass es kein Problem ist, die haben eine Lüftung drin und ich meine, Duet ist lauter, offensichtlich, aber, man hört es, man hört es. und das heißt, nach der Wet wolltest du dir ja jetzt ein Update zu nehmen, dann auf die ich weiß gar nicht, was das aktuell draus ist. Nee, du gar nicht, also könnte man, aber ich finde 8K macht für normale Produktionen, also wir finishen prinzipiell immer in 4K, beziehungsweise in Ultra HD, um genau zu sein, und dafür ist 5K eine super Sache. 8K macht meiner Ansicht nach keinen Sinn. Ich hatte noch nie einen Kunden, der überhaupt Ultra HD wollte, aber ich biete es eben an, kostenlos und schicke das dann so mit raus und in eine Full HD Variante. 8K, ja, für die Auflösung macht nicht unbedingt Sinn. Die Gemini, die neue, ist Lowlight technisch interessant, aber in dem Moment, in dem du über ISO 800 gehen musst, meiner Ansicht nach, beleuchtest du falsch. Außer du machst irgendwelche Club-Party-Sachen, Reportage, aber das sind wir nicht unterwegs in dem Bereich und wir leuchten eigentlich fast alles. Da sollte man jetzt nicht auf ISO 3000 gehen müssen, um die Szene hell zu kriegen. Dann hat man entweder keine Lichter oder zu wenig und das ist dann ein Pre-Production-Fehler. Und da sehe ich auch, also für mich ist eine Kamera ein Werkzeug, die wird runtergearbeitet, bis entweder sie es technisch nicht mehr hergibt oder sie kaputt ist. Und das wird noch ein paar Jahre dauern. Und okay. Außerdem muss ich auch dazu sagen, also ich drehe nicht alles auf der Red, das ist so die Kamera, die ich für uns gekauft habe, damit wir immer was zur Hand haben, aber in Würzburg haben wir auch die glückliche Situation, dass es andere Produktionen gibt und wenn Bedarf ist, dann miete ich mir entweder eine Sony F5, also nicht eine FS5, sondern die F5, ein Kameramann, mit dem ich fast immer zusammenarbeite, hat eine Sony F5, also das ist auch eine Option und eine andere Produktion, hier hat eine Alexa Mini, auch eine Option. Ein Kollege von mir hat eine C200, auch eine Option, also ja, ist projektabhängig. Ja, ja. Auch eine Option, das stimmt. Ja. Sind schon geil. Also, man muss da sagen, Leute, ich meine, die Leute, meisten Leute, die hier zuhören, kennen sich damit aus. Das waren jetzt alles Hardcore-Kameras, eigentlich die High-End-Klasse, die du gerade aufgezählt hast, ist halt eine Option. Ja, das ist, ich find's geil. Ja, es ist aber, es ist so eine Sache, das wird häufig ignoriert. Es ist immer alles nur eine Option. Weil ich finde, nur weil ich eine Red habe, wäre es dumm, wenn ich jedes Projekt damit schießen würde. Es gibt Kameras für Situationen, die sind besser. Da muss man echt drüber reden. Und es gibt auch Kameras, die sind in anderen Situationen schlechter, genauso wie Optiken. Und das ist was, ich finde, man sollte viel, viel mehr projektabhängig Equipment anmieten oder nutzen, einfach mal, sage ich allgemein, als nur, weil man was hat, das permanent zu verwenden. Da verspielt man in vielen Situationen meiner Ansicht nach Potenzial. Ja, das stimmt. Ja. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt vergleiche, zum Beispiel C200 und die Red. Die Red hat ja gar keinen Autofokus und die C200, schwärmt ja Damien Cooper auch mega von diesem Autofokus, weil er sagt, du hast immer alles scharf. Das ist voll geil. Du machst einmal den Touch und alles scharf und genau da, wo du es haben willst. Also das ist dann natürlich schon, ich meine, du machst ja, und das heißt, du schreibst auch das Drehbuch vorher und mit Storytelling und allem drum und dran. Gemischt. Also manchmal ja, bei den normaleren Sachen, bei den aufwendigeren Sachen, zum Beispiel bei dem Füssendreh, weil das schon komplexer war und nicht nur schöne Landschaftsbilder, da ist es im Dialog mit dem Kunden natürlich passiert. Also das tut sowieso, aber da noch wesentlich mehr mit dem Regisseur zusammen. Also wenn in dem Moment, in dem ich einen externen Regisseur habe, da liefere ich dem Input oder setze mich auch gerne mit dem zusammen, aber da würde ich sagen, da kommt die Hauptstory aus dessen Feder, ist auch nur sinnvoll. Also cool. Ich sehe mich jetzt nicht als den Überkreativen, der die geilsten Storys schreibt. Deswegen habe ich da, also das, manchmal fallen mir ganz nette ein, aber ich bin nicht der Mensch, der für jedes Projekt unter Zeitdruck eine authentische Story irgendwie sich ausdenken kann. Deswegen verlasse ich mich da auch gern auf Leute, die kreativer sind, weil am Ende bin ich einfach ein Pixelschieber und Zahlenficker, sage ich mal, und kein Kreativer. Also
Ja. Ich wäre es auch Geil, nicht gerne, das ist okay. Ich will kein Kreativer sein, aber ich bin froh, dass ich die Kreativen kenne. Das ist ja. Cool.